the end of the hillside, stood a young man. He was crying and dancing. He looked at me with his empty eyes. Again and again he shouted these shocking words. I can feel the beginning, touching its end at the same time. I can see the distance traveled, losing its length, sinking into the grime. Be prepared for anything, except the narrowness of the time. There is still no one who feels the change of light. The two sides are facing each other, ready to fight. Der Anfang, der gleichzeitig sein Ende berührt, wie eine festgelegte Strecke, die an Länge verliert. Sei auf alles gefasst, auch auf die Enge der Zeit, denn wie weit der Weg auch scheint, ist bis zum Ende nicht weit. Es ist der Anfang, der gleichzeitig sein Ende berührt, und noch immer gibt es keinen, der Veränderung spürt. Die zwei Seiten gegenüber stehen zum Kämpfen bereit, und doch ist es bis zum Ende nicht weit. The boy told me about a mystical meeting. An old man appeared out of the fog and looked at him sadly. Worn out clothing, scars of battle on his face. The old man seemed very bitter. The life had taught him that he could trust no one. Experience shows that you do not need anyone, he said. You don't need anyone who embraces you, he said. You don't need anyone who comforts you in this world. A world in which people just cheat and lie. He wanted to stop, said the old man. He wanted to be a part of this world, then to strive against the stream. What a mistake. Der Fremde tritt
tritt in Erscheinung mit deinem Blick ohne Meinung. Macht der auf jeden, der ihn sieht, einen etwas bitteren Eindruck. Sichtlich verschlossen gegenüber jenen, denen er nicht traut. Sein altes Leben lehrt ihn, dass er doch niemanden braucht. Weder den Menschen, der ihm Ratschläge gibt, noch irgendjemand, der ihn in die Arme einschließt. Oder den Menschen, der behauptet, er habe ja etwas Besseres verdient. Doch was heißt gut in einer Welt, in der man Menschen betrügt, in der man kämpft und belügt, in der man Ängste verspürt, in der jeder Anfang gleichzeitig sein Ende berührt. Und so wendet sich der Fremde ab von der Gesellschaft, die von dir zerfressen ist und unter sich noch keinen Helden hat, da sich keiner für andere verantwortlich fühlt, seine Hilfe nicht anbietet und den anderen nicht führt. Doch er will aufhören, sich nur mit dem Strom zu bewegen. Er will ein Teil von ihm werden, um dann den Strom umzudrehen. Um den Fremden wird es kalt, dichter Nebel zieht auf. Er atmet auf, ist sein Leben ein Traum. Nun vernimmt er einen Duft in dieser finsteren Stille. Und wie aus dem Nichts erklingt diese Stimme. Dies ist der Anfang, der gleichzeitig sein Ende berührt. Wie eine festgelegte Strecke, die an Länge verliert. Sei auf alles gefasst, auch auf die Enge der Zeit. Denn wie weit der Weg auch scheint, ist bis zum Ende nicht weit. Dies ist der Anfang, der gleichzeitig sein Ende berührt. Und noch immer gibt es keinen, der Veränderung spürt. Die zwei Seiten gegenüber stets zum Kämpfen bereit. Und doch ist es bis zum Ende nicht weit. The boy told me more about the miraculous encounter. The deep scars on the face of the old tell the story of two men, caught in a conflicting life. The one wants to secure his future with house, job and money. The other lives for the moment and wants to run out into the world. The rich man works so hard, he gets therefore almost crazy about so much glory. The poor man risks his life, searching for happiness. But who remains true to himself? But who gets broken because of the stress of everyday life? Now make your decision. The old man said to the boy, which way will you go? If you choose the wide safe road, it will torture you at heart. Or do you want to defy the deep hits and go ahead carefully in the middle between up and down? Then the old man disappeared, leaving behind this beguiling silence, the boy said, and said nothing from now on. Zerrissenen Kleidung hinterlässt er bei dem Fremden einen verschlissenen Eindruck. Doch geweckt von neu gehört er auf die Worte des Alten. Im Gesicht die Weisheit, dank der Sorgen die Falten. Und jene Narben, die die Geschichte fast selbst schon erzählen. Von zwei Männern gefangen im gegensätzlichen Leben. Einer sichert seine Zukunft mit Haus, Job und Geld. Der andere lebt für den Moment und will raus in die Welt. Der erste kämpft, gibt alles, um sich Idealen zu nähern. Der zweite kämpft gegen schlechte Jahre und Fehler. Der Reiche arbeitet hart, wird am Ruhm fast verrückt. Der Arme scheut kein Risiko auf seiner Suche nach Glück. Doch wer bleibt sich selber treu, auch in der miesesten Zeit? Hat sich Wünsche erfüllt und seine Ziele erreicht. Und wer geht kaputt an dem alltäglichen Stress? Scheint für jeden perfekt und doch nur ein Leben im Dreck. Nun entscheide dich, Fremder, welchen Weg willst du gehen? Den breiten, sicheren, der dich dann doch im Innersten quält? Oder trotz zu Tiefschlägen, die du laufend hast und balancierst in der Mitte zwischen Auf und Ab? Der Fremde sieht ihn wortlos an, Hitze steigt in ihm auf. Er wagt es nicht zu atmen mit dem Nebel kalt auf der Haut. Ihm schon fast vertraut und dennoch furchteinflößende Stille wird unterbrochen und wieder die betönende Stimme. Gleichzeitig sein Ende berührt, wie eine festgelegte Strecke, die an Länge verliert. Sei auf alles gefasst, auch auf die Enge der Zeit. Denn wie weit der Weg auch scheint, ist bis zum Ende nicht weit. Es ist der Anfang, der gleichzeitig sein Ende berührt. Und noch immer gibt es keinen, der Veränderung spürt. Die zwei Seiten gegenüber stehen zum Kämpfen bereit. Und doch ist es bis zum Ende nicht weit.